Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, heute gibt es mal wieder ein etwas kürzeres und vielleicht etwas ruhigeres Video, denn ich hatte auf jeden Fall mal wieder Lust auf einen Journal with me zusammen mit euch. Und ich zeige euch gerade mein aktuelles Journal. Ich bin immer noch im Hobonichi Notebook. Und ja, das ist gerade so der Stil, den ich hier drin gerade mache. Also eher ein bisschen bunter mit Doodles und vielen bunten, lustigen Stickern eher. Und ja, das gefällt mir gerade ganz gut, dieser Stil. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall auch heute auch so weitermachen. Ich verwende zurzeit wieder auch ganz gern bunte, kawaii-mäßige Tapes. Ihr wisst, das ändert sich bei mir ja immer wieder mal. Aber in diesem Journal ist es gerade eben so der Stil und das gefällt mir gut. Ich benutze auch sehr gerne meine Aquarellbuntstifte zum Doodeln. Das werdet ihr später dann auch noch sehen. Aber ihr seht sie da am oberen Bildrand gerade so ein bisschen reinlunsen. Und ja, ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ihr ja Themenvorschläge oder ja Fragen an mich habt, weil ich schon wusste, dass ich dieses Video so machen werde. Und da kamen jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viele Fragen, sondern sehr viele irgendwelche komischen Spam-Anfragen. Also ich wusste nicht, dass sich die Bots jetzt auch so auf diese Fragen-Sticker spezialisiert haben. Also da waren bestimmt, weiß ich nicht, 5 oder 6 von so komischen Fragen, bei denen ich mich am Anfang gewundert hatte, woher die bitte kommen. Aber naja, ja. Ach so, auf jeden Fall, vielen lieben Dank nochmal für euer ganzes Feedback zu meinem Shop-Update von letzter Woche. Ich benutze hier auch gerade wieder die Sticker, die ich ja letzte Woche released habe. Ich hatte blöderweise ein paar Probleme mit meinem Plotter, aber ich hoffe, ich werde das dann die kommenden Wochen wieder in den Griff kriegen. Und ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure ganze Resonanz. Und ja, das war auf jeden Fall schön, mal von euch zu hören. Ja, die allererste Frage, die mich erreicht hat, war, wo es denn die schönsten Schreibwaren gibt. Und ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss selber für mich mal sagen, dass ich gar nicht mehr so viel bestelle, wie, weiß ich nicht, noch 2015, 16, 17, da war es eine sehr extreme Phase, wo mich teilweise an einem Tag irgendwie 3 Päckchen mit Washi-Tape und anderen Sachen erreicht haben. Mittlerweile verwende ich auch mal das ganze Zeug, was ich so angesammelt habe und ja, bestelle gar nicht mehr so viel Neues, aber wenn, dann habe ich jetzt vor allen Dingen, ja, so lokalere Läden mal versucht zu unterstützen. Zum Beispiel ist Kiroku allen wahrscheinlich von euch ein Begriff. Das ist ja ein ja, physischer Laden, den es auch in Leipzig gibt und den gibt es auch online und ja, also die Betreiberin, Besitzerin, wie auch immer davon, hat einen schönen Geschmack, wie ich finde, was so die Auswahl der einzelnen Schreibwaren angeht. Und da gibt es sehr viele schöne, individuelle Sachen irgendwie, die es jetzt nicht in so Mainstream-Läden gibt. Viel von der Travelers Company auch zum Beispiel, auch die aktuelle Reihe, von der ich mir nur diesen Paperclip, den ihr hier sehen könnt, auf der linken Seite geholt hatte, als wir mal einen Tagestrip nach Leipzig gemacht hatten. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr unterstützenswerter Laden. Und ansonsten hatte ich jetzt letzte Woche zum Beispiel mal wieder bei Louis Bann bestellt. Die haben natürlich auch einen Online-Shop, aber auch natürlich den physischen Laden, den es ja in Berlin gibt. Ja, da gibt es auch sehr viele schöne, tolle Sachen. Da ändert sich die Auswahl jetzt nicht so oft. Ich hatte jetzt mal festgestellt, dass es auch ein paar neue Washi-Tapes da gab. Es kramt gerade jemand in einer Kiste und das ist Rosi. Wundert euch nicht, falls ihr das hört. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hatte ich da ein paar Sachen jetzt wieder bestellt, worüber sich jetzt auch die rechte Seite gleich drehen wird, unter anderem nämlich ein Washi-Tape und ein zukünftiges Journal, sag ich mal, und ein paar neue Inserts für mein Traveler's Notebook. Also eher eine kleine Bestellung, aber ja, vor allen Dingen gerade jetzt so in der Zeit, das ist, glaube ich, ja, sehr schön und unterstützenswert,
kleinere Läden auch mal zu supporten und nicht unbedingt immer im Ausland zu bestellen, sondern auch mal appreciaten, was sich bei uns mittlerweile schon so alles angesammelt hat an coolen Stationery-Läden. Ja, ansonsten, wenn es denn doch aus dem Ausland sein soll, hatte ich zum Beispiel früher öfter mal bei Cute Things from Japan bestellt. Ich glaube, die hatten auch irgendwann mal dann einen physischen Laden in Tokio aufgemacht oder so. Ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube, die hatten jetzt auch vor kurzem wieder ihre Wiedereröffnung. Ich glaube, sie hatten eine Weile lang jetzt zugehabt. Und ansonsten habe ich auch schon öfter mal beim Journal Shop bestellt. Ich glaube, das ist ein Shop aus Großbritannien, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und da hatte ich zum Beispiel mein MD Diary One Page per Day bestellt, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Dazu gab es ja auch ein paar Journal With Me Videos. Und ansonsten muss ich natürlich auch noch auf meine Mitstreiter verweisen, die auch aus der Planer-Szene kommen und einen eigenen Shop mittlerweile eröffnet haben. Da fallen bei mir zumindest immer wieder dieselben Namen. Da kann ich natürlich mal wieder auf Frau Bieber verweisen zum Beispiel, aber auch Mira. Soweit ich weiß, hat sie vor kurzem auch ein neues Produkt in ihren Shop gestellt, zum Beispiel ein neues To-Do-Notizbüchlein. Eine nächste Frage war von der lieben Januszka, wie sie denn jetzt an ihr Hobonichi-Notizbuch rankommen soll. Ich hatte nämlich mal geschrieben, dass ich vor kurzem bei Hobonichi bestellt habe. Schande über mein Haupt. Ich hatte eigentlich vor, da jetzt in nächster Zeit nicht mehr zu bestellen, weil ich ja auch gar keine Hobonichi-Sachen mehr so wirklich nutze, außer dieses Notizbuch. Ja, das hat jetzt nicht so viel Sinn ergeben. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir das Marshmallow-Cover bestellt für dieses Hobonichi-Notizbuch, was ich hier nutze, damit ich wieder ein bisschen mehr Spaß darin habe. Vielleicht will demnächst einer von euch auch mal bei Hobonichi bestellen. Dann könnt ihr euch vielleicht bei Januszka La melden auf Instagram oder YouTube. Und ja, dann könnt ihr euch vielleicht die Versandkosten teilen. Also meldet euch gern mal bei ihr, sag ich jetzt einfach mal so. Eine andere Frage war, wie denn mein Heiratsantrag gewesen ist. Und dazu möchte ich jetzt natürlich noch nicht so viel verraten, denn ich möchte auch natürlich meine Travel Journal With Me Reihe fortführen. Und da werde ich euch das bestimmt irgendwie näher erläutern. Ja, ansonsten wurde auch zum Beispiel nach meiner Lieblingsserie gefragt. Und ja, hättet ihr mich vor 2 Jahren gefragt, wäre es auf jeden Fall Game of Thrones die Antwort gewesen. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, weil ich mit der letzten Staffel einfach so unzufrieden bin. Aber zurzeit schauen Jan und ich zum Beispiel gerade wieder Akte X. Und er hat die ganze DVD-Box und das ist echt cool, weil ich habe das so als Kind, sag ich mal, schon ab und zu mal irgendwie geguckt. Ich glaube, das kam sogar damals in Russland. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es natürlich als Kind super gruselig und kein Wunder, als Erwachsene jetzt finde ich es auch nämlich super gruselig und kann immer nur maximal 2 Folgen am Stück davon gucken, weil es immer so spannend und super creepy meistens ist und es zerrt an meinen Nerven auf jeden Fall. Aber ich kann es nur empfehlen, falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt, da ranzukommen und vielleicht auch irgendwo eine alte DVD-Box rumstehen habt, gibt Akte X nochmal eine Chance, denn ich finde vor allen Dingen Scully so als weibliche Persönlichkeit, Charakter, wie auch immer, in der Serie kommt gut zur Geltung. Also es ist jetzt zum Beispiel, ja, meiner Meinung nach so ganz gut gealtert, was so die Werte angeht, sage ich mal. Also wenn ich mir zum Beispiel mittlerweile Sex in the City angucke, denke ich mir so ganz oft, oh mein Gott, das ist jetzt nicht gerade feministisch oder so. Aber bei Akte X ist mir das bisher zumindest noch nicht so negativ aufgefallen. Und ja, gebt dem Ganzen doch mal eine Chance. Und vielleicht habt ihr ja noch einen Serientipp für mich und auch für die Community. Lasst den gerne mal in den Kommentaren da. Und ansonsten sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos. Das hier sind meine beiden Seiten. Ich hoffe, sie gefallen euch. Und es würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche dann mal wieder sehen und hören.
Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Tschüss.